Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier zurück auf Konrad. Wir schauen uns jetzt den JCB Fast Track 3000 Xtra an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von STV Modding. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One, findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann mittelgroße Traktoren. Wir haben das gute Stück JCB Fast Track 3000 Xtra. Also oder Xtra in dem Fall, 195 PS standardgemäß Leistung, 390 Liter Diesel, 45 Liter Plus, 70 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für 162.000 in der Anschaffung, 8.262 im Leasing. Hauptfarbe kann in diversen Farben abgeändert werden, sodass ihr das Ganze auch einfärben könnt in Schwarz und dann auch so ein bisschen fancy Dinger, ne, wie matt und so. Schöne Sache, ebenso die Felgenfarbe. Ansonsten drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und Motorausführung. Standardgemäß haben wir Trelleburg mit Standardbereifung da. Das Ganze gibt es auch als Breitreifen. Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, aber auch Pflegebereifung. Michelin haben wir einmal Standard Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten und Nokia reine Kommunalbereifung. Motorausführung 3200 Xtra oder 3230 Xtra, heißt 195 oder maximal 230 PS. Damit reiht er sich mit 5 PS dahinter in den Standard JCB ein, den wir im LS in den mittelgroßen Traktoren haben, sprich den Fast Track 4220. Ja, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle hier an. JCB 3230 in dem Falle. Das kann man soweit alles erkennen. Das kleine JCB-Logo hier ist ein bisschen verpixelt, wenn man das genauer anschaut. Ansonsten Trelleburg-Reifen 540-65 R34er-Bereifung mit dabei. Hier nochmal Fast Track mit dran stehen. Das ist soweit sauber. Wir haben vorne Fronthydraulik. Hier nochmal den dezenten Schriftzug von Fast Track mit dabei. Wir haben hier vorne Leuchten, wir haben hier oben Arbeitsleuchten, zwei Rundumleuchten haben wir ebenso mit drauf. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir das gleiche in grün. Hier nochmal JCB 3230 mit dabei. Hinten Mac-Bereich, Bremslichter, Blinker, Arbeitsleuchten unten und oben. Den Aufkleber maximal 80 km/h. Hier nochmal den JCB-Schriftzug, hier oben die Arbeitsleuchten. Im Innenbereich haben wir ein Lenkrad mit JCB-Aufdruck, lässt sich soweit bewegen. Wir haben links und rechts Spiegel, die sind soweit in ihrer Form. Sitz sieht gut aus, Decke sieht soweit auch okay aus. Es gibt hier nochmal ein paar kleinere Stellen, die ein bisschen unscharf sind. Ansonsten sehen wir hier vorne den Joystick, wir sehen die Armaturen bzw. das Dashboard. Wir sehen hier auch alles. Das ist soweit alles ganz in Ordnung. Wüsste ich jetzt, wie gesagt, echt nicht, was man kurz dagegen sagen sollte. Bis auf halt die üblichen, kleineren, etwas unschärferen Stellen, was aber halt auch wirklich nur minimal ist, ne? Aber wir haben auch schon welche gehabt, wo die Texturen wirklich knacke scharf sind. Deswegen werden wir das so an. Aber ansonsten gutes Ding mit ganz, ganz kleinen Abstrichen. Passt soweit. Hören wir uns den Sound an. Ja, prinzipiell, man hat schon mal am Anfang gehört, beim Motorstarten einen eigenen Sound und auch hier logischerweise einen eigenen Sound, also nicht der Standard-JCB-Sound aus dem LS. Und er hört sich wirklich gut an. Sehr angenehm, muss man sagen. Ja, wirklich sehr, sehr angenehm. Das gefällt mir, inwiefern am Original schreibe ich wie immer mit rein, wenn ich was dazu sagen kann. Aber unpassend ist er auf jeden Fall schon mal nicht. Und es ist kein LS19 Standard-Sound. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht hier, mit den Beinen wird in dem Falle leider gar nicht gearbeitet. Dafür haben wir hier den Joystick in der Hand, der auch nach vorne und nach hinten geht, sowie eine Hand am Lenker. Ja, genauso haben wir hier drinnen die Armaturen. Wir haben das Ganze auf digitaler Basis. Das Ganze ist soweit auch mit dem LS-Tacho abgeglichen. Also sprich, das ist in dem Falle synchronisiert. Spiegel funktionieren soweit, das ist auch schon mal schön. Wenn wir uns dann einmal hier in der Nacht uns das Ganze anschauen, werden wir sehen, der Bildschirm selber hier rechts davon wirft seinen Schatten zurück, beziehungsweise wirft so eine Lichtquelle, genauso wie die Armaturen vorne schon mal standardgemäß mit beleuchtet sind. Wenn ich jetzt separat noch Lichtmodis hier mit einschalte, haben wir noch einzelne Icons, die hier mit beleuchtet werden. Das ist schon mal eine schicke Sache, sodass man auch alles erkennen kann. Blinker werden im Innenbereich leider in dem Falle nicht mit angezeigt, schade, aber okay. Ansonsten
Blinker sind im Außenbereich mit vorhanden, reflektieren in dem Falle auch, genauso wie die Rundumleuchten, das ist alles schick. Es gibt normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht lässt sich mit Numpad 5, Numpad 6 auch aktivieren und deaktivieren. Und über Steuerung F, kennt ihr ja, können wir auch das Fernlicht aktivieren und deaktivieren. Danke da nochmal für eure Hinweise beim letzten Mal. Sorry. Ansonsten schalten wir einmal hier wieder in den Tag mit rein. Wir haben noch so ein paar fancy Teile, beziehungsweise allgemein. Steuerung links Z können wir den Lenkmodus ändern. Standardgemäß haben wir ja diese Allradlenkung drin, die man so von JCB kennt. Wir können dann separat auch nur auf Vorderradlenkung schalten. Wir haben noch Hundegang links und Hundegang rechts haben wir auch noch. Linke Maustaste gedrückt halten, nach links und rechts können wir hinten die Heckscheibe öffnen und schließen, nach oben und unten die Tür, also die Fahrertür öffnen und schließen. Und das geht sehr, sehr smooth von der Hand. Ne? Also da müsst ihr euch nicht mal ansatzweise anstrengen, da irgendwas zu machen. Hube ist soweit standardisiert. So, dann wollen wir mal unseren allgemeinen Test hier noch machen, was den Flug und das Gewicht angeht. Wir nehmen mal hier, na, das ist jetzt eher Gendiergelb, aber okay. Okay, wir sind kurz falsch abgebogen. Ich wollte doch nur ein Gewicht. Ich wollte doch nur ein Gewicht kaufen. Aber egal, nehmen wir hier gerade noch mal den Bordstein mit ran. Oh ja, 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 ja. Ja, ein bisschen ausgeflippt ist er. Oder ein bisschen mehr, je nachdem. Ist eine Ansichtssache. Müssen ein bisschen mehr aufpassen. Ansonsten tun wir hier den ganzen Spaß einmal dran. Bäm. Jetzt haben wir aber leider immer noch kein Gewicht. Deswegen tun wir den ganzen Spaß hier mit vor. Und holen uns hier noch das Gewicht mit ran. Aber ihr seht schon mal, dynamische Kabelschläuche hinten sind in dem Falle mit vorhanden. Das ist sehr schön. Das Ganze geht auch bis ganz nach hinten. Das haut hin. Hier vorne ist soweit auch alles in Ordnung. Und der Zapfwellenanschluss passt, by the way, auch. Das ist in dem Falle schon mal getestet worden. Ja, an sich rundum ein schöner JCB-Lock ist auch sauber. Könnt ihr euch in dem Falle also auch bedenkenlos mit downloaden. Ja, in dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.